Brüder und Schwestern, die Zeit ist knapp bemessen, die Zeit ist kurz. Das sieht man auch heuer an dem Advent. Der ist ein bisschen kürzer, als er sein könnte. Heiligabend steht schon sozusagen vor der Tür. Und trotzdem stehen wir noch an der Schwelle. Zu Weihnachten sind noch nicht so weit. Das Evangelium, das wir gehört haben, das kennt jeder, das wird ziemlich oft im Laufe des Jahres gelesen. Man kennt dieses. Aus diesem Evangelium wird auch so einiges gebetet. Also diese Texte wurden umgedichtet zu Gebeten. Einige von den Gebeten betet man täglich, den Engel des Herrn und so weiter. Aber wenn man genau hinschaut, ist es nicht so ein belangloses Evangelium. Wenn man das immer wieder hört, sieht man nicht, wie prekär die Situation von Maria hier eigentlich ist. Weil das ist nicht so eine schöne Geschichte, wie wir aus den Bildern kennen, dass da Maria ist und der Engel kommt und er spricht zu ihr, du wirst einen Sohn empfangen, und sie kniet sich hin mit gefalteten Händen und alles ist schön und nett. Was fragt der Engel hier eigentlich Maria? Was will er von ihr? Klar, es ist eine Verheißung, sie wird ein Kind empfangen. Der Engel fragt sie nach ihrer Zustimmung. Bist du dazu bereit oder nicht? Und mit aller Schönheit, diese Ankündigung, also ein Kind ist immer ein Segen, muss man sagen, das war nicht so einfach. Da überliest man sehr oft, was das für Maria bedeuten konnte und bedeutet hat. Man muss sich vorstellen, eine ziemlich junge Frau. Wie alt sie war, weiß keiner heutzutage. Manche sagen, sie war 12, andere, sie war älter. Das ist nicht wichtig. Sie war ohne Mann, das wissen wir. Aus dem Evangelium, das sagt Maria selbst. Ich kenne keinen Mann, wie soll ich denn schwanger werden? Sie war unverheiratet. Und dann kommt zu ihr ein Engel und fragt sie, willst du ein Kind? Du wirst ein Kind bekommen, wenn du Ja sagst. Und Maria weist den Engel ganz sanft darauf hin, du, ich habe keinen Mann. Das ist nicht so ohne. Bis vor 50 Jahren hat man es auch hier in unseren Breitengraden gekannt. Wenn eine unverheiratete Frau schwanger geworden ist, war es für sie meistens gesellschaftlich schon kompliziert. Manchmal wurde sie aus der Familie ausgestoßen. Für Maria war es noch schlimmer. Das, was im Alten Testament als Strafe für so eine Tat steht, zwar für Ehebruch, aber das ist etwas Ähnliches, ist kein Ehebruch im strengen Sinne gewesen. Also für Maria, für ihre Vorstellungen, das war Tod. Man muss sich das wirklich vor Augen führen, was der Engel eigentlich von Maria will. Er sagt ihr, auf Deutsch gesagt, wenn du hier Ja sagst zu meinem Vorschlag, kann es sein, dass du stirbst. Es ist schon erstaunlich, was Gott manchmal von einem Menschen verlangt. Ja, verlangt ist vielleicht das falsche Wort, wozu er einen Menschen einladen kann. Und die Antwort Mariens kennt jeder. Sie hat Ja gesagt, obwohl sie Fragen hatte, ziemlich viele Fragen. Na, wie soll das geschehen? Was soll das sein? Wie soll ich mich verhalten? Und auch in deinem Leben gibt es Ähnliches. Wenn du siehst, Gott
liegt vor dir eine Entscheidung, die du treffen sollst. Und diese Entscheidungen haben wir eigentlich tagtäglich zu treffen. Es geht nicht nur um die Frage meiner Berufung in der Kirche, eine große Entscheidung, die man mehrmals treffen kann und auch mehrmals im Leben trifft, sondern auch, wenn er dich fragt, na was willst du jetzt mit diesem Armen tun, der vor deiner Tür steht? Was wirst du tun? Das ist eine ähnliche Einladung, wie Gott an Maria gerichtet hat. Das ist unangenehm, unbequem, manchmal sogar gefährlich. Wenn dich Gott dazu berufen würde, jetzt nach Afrika zu gehen, um die Kranken, Ebola-Kranken jetzt zu pflegen, was würdest du sagen? Manchmal entstehen solche Gedanken in uns. Das ist oft die Einladung Gottes zu irgendetwas. Und manchmal sind sie gefährlich, diese Einladungen. Weil der Weg der Nachfolge, das ist kein schönes Märchen, das man lebt. Wer wirklich Nachfolge Christi ernst nimmt, weiß es. Das kann schön sein und diese schönen Momente sind wichtig. Aber die Entscheidungen, die man trifft, sind nicht so ohne und so auch bei Maria. Sie sagt ja, obwohl sie nicht weiß, was sie erwartet. Also sie kann vermuten, höchstwahrscheinlich werde ich gesteinigt. Und trotzdem sagt sie ja. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum hat sie ja gesagt, obwohl sie sich erwarten könnte, jetzt wird mir Schlimmes zustoßen? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Man kann vermuten, ja, Maria hatte so ein großes Vertrauen in das, was der Engel sagt. Vielleicht war sie noch jung genug und naiv genug, Ja zu sagen. Die Kirche lehrt uns das, was wir am 8. Dezember gefeiert haben. Sie war durch das Makel der Erbsünde nicht befleckt. Das ist eine kirchliche Rede darüber, dass sie frei war für jede Entscheidung, völlig frei. Nicht so wie wir, nicht wie wir sind. Wir sind oft gebunden an vieles, an Gutes und manchmal auch an Schlechtes. Deswegen treffen wir Entscheidungen ein bisschen anders als Maria und deswegen ist ihre Entscheidung so außergewöhnlich. Sie konnte einfach Ja sagen. Weil sie keine Angst vor dem Leben hatte, weil sie keine Angst vor dem hatte, was Gott für sie bereithielt. Obwohl das Erste, was ihr in den Sinn kommen musste, waren Männer mit Steinen in den Händen. Und trotzdem sagt sie ja. Ich glaube, sie hat Gott wirklich vertrauen können, also mit ihrem ganzen Dasein. Und wie sie schon dabei ist, zuzustimmen, fragt sie noch einmal, wie soll das jetzt geschehen? Und der Engel sagt, ja, der Heilige Geist wird über dich kommen, dich überschatten. Ja, und dann wird das Kind, das du bekommst, heilig. Okay. Würde dir so eine Erklärung ausreichen? Ich hätte da ein kleines Problem damit. Ich würde weiter nachfragen. Vielleicht hat das Maria auch gemacht. Vielleicht auch nicht. Wir wissen nur, sie hat diese Frage noch gestellt. Der Engel sagt ihr noch etwas, was ihr vielleicht diese Entscheidung leichter machte. Er erinnert sie an Elisabeth, die schon alt ist. Und doch ein Kind bekommen hat, weil für Gott nichts unmöglich ist. Und der Beweis dafür, dass es doch geschehen ist, ist, dass Maria eigentlich die einzige Person war, die es wirklich wusste, wie es geschehen ist. Sie hat sicher Josef erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie schwanger geworden ist. Sie hat sicher ihren Eltern das auch erzählt. Aber so wirklich wusste
es nur sie. Da gab es den Engel, er hat gesagt, ich werde schwanger, sie wurde schwanger. Und nur sie wusste, wie das geschehen ist, dass es auf diese Art und Weise geschehen ist. Sie hat dieses Geheimnis durch ihr ganzes Leben getragen. Etwas Wundervolles, etwas Außergewöhnliches, weil Gott in ihr etwas Außergewöhnliches gesehen hat. Er hat in ihr etwas Außergewöhnliches gesehen, was er auch in dir sieht. Deswegen gibt es die uralte Tradition, sich auf Weihnachten vorzubereiten, auf das große Fest der Menschwerdung. Deswegen beichten viele von uns vor Weihnachten, machen Exerzitien oder nehmen sich eine Auszeit, versuchen ein bisschen still zu werden im Advent. Das sind die Gründe dafür. Nicht, dass wir uns wohlfühlen. Wenn du dich dabei wohlfühlst, ist gut. Das ist ein Bonus, den nicht jeder dabei bekommt. Aber es geht darum, sich auf ihn neu vorzubereiten, damit wir das hören, was Maria gehört hat, auf diese Art und Weise, wie sie das gemacht hat. Damit wir dann wie der König David sind, von dem wir heute gehört haben. Er hat, als er den Tempel gebaut hat für die Arche des Herrn, für die Bundeslade, hat er sich lächerlich gemacht. Er hat vor dieser Arche getanzt, von dieser Bundeslade. Und da hat ihn die Tochter des früheren Königs darauf hingewiesen, du, das ist nicht so, du bist König, du mach dich nicht lächerlich. Und er sagt, das ist egal, vor dem Herrn mache ich mich lächerlich. Weil er auf Gott gehört hat, hat er Ja gesagt zu etwas, was lächerlich war. Weil Maria zugehört hat, hat sie Ja gesagt zu etwas, was gefährlich war. Frage dich noch vor Weihnachten, was schlägt dir Gott jetzt in deinem Leben vor? Was ist seine Botschaft an dich? Schaue, ob es gefährlich, lächerlich oder sonst irgendwie ist. Und fasse Mut und sag ja, wie es Maria gemacht hat. Sie hat den Tod erwartet, nachdem sie zugestimmt hat. Und trotzdem hat sie ihren Sohn groß werden sehen, Wunder wirken sehen. Das kann auch dir passieren in deinem Leben. Versuche Ja zu sagen, auch wenn es manchmal schwer ist, Gott zu vertrauen. Du kannst fragen, du darfst Fragen haben, aber versuche Mut zu fassen, ihm zu vertrauen und dann die Antwort zu geben, die er eigentlich von dir erwartet.